Hallo zusammen, wir befinden uns gerade hier am ersten Teil der Aufbereitungsreihe. Ihr habt mit Sicherheit, oder zumindest hoffe ich das Schrottplatz-Video gesehen, wo wir uns ein paar alte kaputte Gegenstände ausgesucht haben, die wir mal auf Vordermann bringen wollen. Fangen wir mit dem Sitz an, den wir uns besorgt haben. Da habt ihr gerade schon gesehen, in was für einem Zustand der sich befindet. Wir kleben den das erstmal in der Mitte ab. Damit wir hinterher ein schönes Vorher-Nachher-Bild haben. Allein damit dran zu gehen, ey. Selbst mit Handschuhen ist das eklig. Wir haben jetzt zwei Produkte für euch. Einmal das LE Leather Clean. Damit machen wir die eine Seite. Mit der anderen Seite werden wir den Insider ausprobieren. Denn dieser ist ebenfalls für Stoff und Leder geeignet. Reinigt allerdings nur oberflächlich. Leather Clean hingegen reinigt wirklich tiefen rein. Und den Unterschied möchten wir euch da ein bisschen mit näher bringen. Womit sollen wir anfangen? Fangen wir mit dem Insider an. Okay. Alles klar. So, für den Insider habe ich mir ein ovales Pad rangenommen, in schwarz. Das ist ein Applikationspad. Das ist jetzt kein Pad mit Abrasion. Weil wir den Insider im Prinzip nur auftragen und nicht extrem einarbeiten müssen. Und zum Abtragen nehmen wir hinterher das Bilateral. Das dazu. So, anfangen tun wir, indem wir die Oberfläche des Stuhls, des Sitzes, leicht benetzen. Jetzt mal Sprühkopf einsprühen. So. So, jetzt wo ein bisschen was auf der Oberfläche ist, hier noch ein bisschen mehr vielleicht, sprühe ich noch ein bisschen Insider in das Pad rein, damit man halt sicher gehen kann, dass hinterher wirklich alles an Fläche bedeckt wurde. So. Also wie man hier oben jetzt schon am Kopfteil sieht, es fängt ganz leicht an zu schäumen. Das ist so das Indiz dafür, dass ihr gerade bei der Verarbeitung soweit seid, dass die Reinigungsleistung beginnt. Genau das gleiche sieht man auch nachher beim Leather Clean. Wahrscheinlich nur mit etwas mehr Schaum. Ich versuche dabei wirklich in jede Ecke zu kommen. Das Pad ist ja auch relativ flexibel. Also lässt sich wirklich extrem weich zusammendrücken. Damit kann man auch dementsprechend dann sehr leicht in die Ecken reindrücken. Und man erwischt halt wirklich alles. So, hier oben an der Kopfstütze bin ich jetzt so weit mit dem Auftragen leicht fertig. Jetzt benetze ich das Pad noch mal ein bisschen neu. Also das heißt ein bisschen, man kann da allgemein auch sehr viel drauf machen. Es trocknet halt oder lüftet hinterher alles ab. Und dann ist nichts mehr vom Insider zu sehen. Das zieht alles raus. Da braucht man auch keine Angst haben, dass das irgendwie einen Stoff angreifen könnte. Das kann überhaupt nicht passieren. Aufgrund der Inhaltsstoffe, die in dem Insider verwendet sind. Nachdem das obere jetzt soweit ein bisschen vorgereinigt ist, nehmen wir uns den unteren Teil des Sitzes. Der ist etwas sehr viel heftiger betroffen als der obere Teil. Im Prinzip machen wir genau wie auch an dem oberen Teil des Sitzes auch. Eingesprüht ist es ja schon leicht. Gut, bei diesem Fall kann man jetzt noch ein bisschen mehr einsprühen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und das Pad benetzen wir auch nochmal. So, nachdem wir jetzt die linke Seite von euch aus gereinigt haben, tragen wir das mit dem Bilateraltuch die Rückstände so ein bisschen ab. Da müsst ihr auch jetzt nicht wirklich extrem fest oder so drüber reiben. Da reicht es wirklich, wenn ihr die Feuchtigkeit mit dem Tuch so ein bisschen aufsaugt. Ne? Damit nicht alles von selbst entlüften muss. So, die linke Seite haben wir jetzt mit dem Insider gereinigt und die Rückstände abgetragen. Der sollte jetzt wieder sauber sein.
Der Insider kann nicht nur auf normalem Stoff oder Leder angewendet werden, er kann auf allen Stoffoberflächen angewendet werden und auf allen Lederoberflächen. Das heißt auch auf Alcantara zum Beispiel, auf Echtleder, Kunstleder, was auch immer für ein Leder ihr habt. Das ist absolut kein Problem. Wie gesagt, da sind keine Nährstoffe drin, die irgendeine Oberfläche zerstören könnten. Ja, ja, so, zu der Anwendung des Lederreinigers, zu dem wir gleich kommen, ist zu sagen, dass es im Prinzip nur bei solchen starken Verschmutzungen genauso angewendet wird. Also, dass der Insider genauso angewendet wird wie der Lederreiniger, denn wir tragen es auf, also applizieren es, lassen es kurz einwirken und tragen es wieder ab. Das ist bei dem Insider normalerweise nicht möglich, allerdings haben wir hier natürlich jetzt einen Extremfall. Normalerweise einfach nur aufsprühen, abtragen, fertig. Ja, da muss jetzt nicht großartig appliziert werden oder großartig gewartet werden, bis da wirklich was wirkt. Das kann sofort geschehen. Jetzt folgt der Lederreiniger und dann machen wir es genauso. Der einzige Unterschied ist nur, dass es ein Lederreiniger ist und kein Insider. Und dass wir ein Pad benutzen, was eine sehr starke abrasive Oberfläche besitzt. Also es ist ein hartes Pad, ja. Also ein sehr, wie man schaut, eine abrasive Oberfläche besitzt. Ja, starten wir genauso wie gerade. Wir besprühen zuerst die Oberfläche des Sitzes leicht und dann geben wir noch was ins Pad und wischen dann damit über die Stoff- und über die Lederoberfläche. Ja? Also wie gesagt, der Lederreiniger kann jetzt in dem Fall auch Stoff reinigen und das tiefenrein. Okay, wir haben die andere Seite jetzt mit dem Leather Clean sauber gemacht und man sieht schon deutlich den Unterschied, dass die, hast du den Sitz komplett drauf? Ja. Dass die Seite links von mir wesentlich matter geworden ist. Also wie Leder halt wirklich auch sein soll, wie man es haben möchte. Das ist, ich spüre es jetzt nicht durch den Handschuh, aber ich weiß es, das ist wesentlich griffiger auch geworden als die normal gereinigte Oberfläche mit dem Insider. Beide Seiten sind jetzt sauber. Die Leather Clean Seite allerdings wirklich tiefen Grund gereinigt, das Leder. Und auf der Insider Seite ist es oberflächlich gereinigt. Deswegen entsteht auch beim Insider niemals dieser Matt-Effekt, dieses schön original Ledergefühl auch. Ja, bei der Polsteroberfläche, bei der normalen Stoffoberfläche, sieht es aktuell noch gleich aus. Das liegt einfach daran, dass beide Seiten feucht sind. Hätte man jetzt Wasser drüber gesprüht, dann würde es auch ähnlich aussehen, jetzt, wenn es abgedunkelt ist. Ja, da müssen wir leider warten, bis es trocken ist. Aber wir können ja jetzt schon mal den Streifen in der Mitte abziehen, um zu gucken, ja, einfach wie der Vorher-Nachher-Effekt ist. Leider sieht man, dass ich nicht vernünftig abgeklebt habe, weil sonst wäre es darunter nicht ganz feucht. Zumindest an einigen Stellen. Also Fazit zu der Reinigungsaktion des Sitzes ist, ganz einfach gesagt, der Insider eignet sich tatsächlich zur Reinigung allen Oberflächen, oberflächlich gesehen. Gerade bei so einer starken Verschmutzung hier würde ich dann doch dazu raten, den Leather Clean zu nehmen, gerade für Leder. Es ist wesentlich reiner hinterher das Ergebnis. Aber ich hoffe, dass keiner von euch solche Sitzer bei sich im Auto hat. Der muss sich dann irgendwie selber helfen. Weil ganz ehrlich. Ja. Wir machen jetzt noch die Mitte sauber und verlosen den Sitz, keine Ahnung. Wir verlosen ja alles. Verlosen den Sitz?